Küste Stadt Andrano liegt auf einer landschaftlich sehr reizvollen Landzunge. Hier steht auch eine beeindruckende Krypta, die von den Basiliusmönchen zu Ehren der Madonna dell'Attarico eine Marienkrypta wurde. Sie ist ein Zusammenspiel aus Schönheit, Alchemie, Einfachheit und spiritueller Stärke. Ein kleiner Steinaltar, von dem schwachen Licht der Lämpchen erleuchtet, steht unter einem alten Gemälde, das auf das Jahr 1767 zurückgeht. Die Krypta war in der Vergangenheit eine Ruhestätte und Arbeitsplatz für die byzantinischen Mönche. Sie waren auch Bewohner der Abtei des Mito, des nahen Trigase und ein Ledergerbungsplatz. Der Ort wurde auch von vielen einheimischen Eremiten als Zuflucht von der Verfolgung während der vom 8. bis zum 10. Jahrhundert aufeinanderfolgenden byzantinischen Bilderstreit benutzt.